60 von dem. Ich mache mir 60 draus. Okay, ich kann davon jetzt viele holen. Hier komm, na ich 40 davon. Ja, der Rest. Weiß es nicht, reichen 60? Wie viel habe ich noch übrig? Noch 200. Ja, komm, ich mache hier einfach mal 80 draus. Ja, ich mache 100 draus. Komm, damit es sicher ist. Den Rest stecke ich in Coco rein, weil davon brauche ich ja wirklich noch viele. Dann werde ich jetzt eine ganze Menge brauchen, bis ich die 3.348 Kokos. Das wird ewig dauern. Oh Gott, das wird ewig dauern. Geh zurück zur Insel. Jetzt muss ich erstmal wissen, habe ich alle geangelt? Hier, ich kann mich jetzt zu denen teleportieren. Nein, ich habe nicht alle geangelt. Okay, das ist jetzt doof. Na, dann angle ich den Rest noch. Na, ich will da die 100%. Dann angeln wir halt noch 5 Minuten. Ein Alligator, okay, den hatten wir hier noch nicht. Aber die 5 Minuten sollten ja nicht schaden, wenn wir die noch angeln. Okay, ich glaube, den hatten wir auch noch nicht. Ich meine, es wäre cool, wenn wir so ein Trophäe bekommen könnten, wenn ich alle geangelt hätte. Ein Stachelrochen. Damit ich auch weiß, wann ich die 100% erreicht habe. Oh, und ich muss dran denken, dass ich jetzt die ganzen Eggman-Notizen noch anhöre, weil ich jetzt alle habe. Wäre auch doof, wenn ich jetzt so viel geahndet habe und mir die dann nicht anhöre. Eine uralte Tafel. Ich meine, das ist ja wirklich schon schön blöd von mir. Zack. Eine Schmerle. Ich glaube, ich sollte bis... wenn ich 300 Marken habe, dann höre ich auf und gucke nochmal, ob ich 100% habe. Ich glaube, das wäre okay. Noch eine Goldkarte. Eichel. Geh noch ein, zweimal, dann habe ich die 200 Marken und dann gucken wir nach. Oh, die Schnappschildkröte. Komm, einmal machen wir noch und dann... dann sollten wir alle haben. Ich hoffe es. Nicht, dass ich jetzt wieder nur noch einen einzigen brauche. Hier, Quastenflosser. Den hatten wir doch schon mal. Dann geben wir mal die restlichen Marken aus und gut ist. Will
Willst du es versuchen? Ich lade. Okay, ich nehme den einfach nur, weil das das teuerste ist. Und weil ich kann nochmal 10 davon. Und den Rest wieder in den Kokos. Fast 5000 Kokos. Okay, Fischopedia. Boah, im Hintergrund noch die ganze Zeit. Wir wollen die restlichen Eggman-Notizen uns anhören. Ja. Sendet mir ständig Daten zu, das nervt langsam. Ja, die Ahnen wurden von einer enormen Kraft ausgelöscht. Ja, so etwas auf diese Welt loszulassen wäre katastrophal. Aber ich bin genial. Bin ich hier raus, finde ich Wege, sie zu beherrschen. Noch besser, um sie gegen Sonic einzusetzen. Das ist wohl nach hinten losgegangen, Eggman. Sage war für mein Überleben im Cyberspace entscheidend. Frühwarnungen vor feindlichen Entitäten, Überwindung von Firewalls, Updates über Entwicklungen in der realen Welt. Sie ist die Beste. Sie? Es ist ein Programm. Ein entzückendes Programm, ein sehr sympathisches Programm. Ich frage mich, ob sie, ob es eine Vorliebe hat. Oh, Eggman. Ich kannte meine Cousine Maria kaum. Alle taten so, als sei sie was Besonderes gewesen. So viel Liebe für jemanden, der nicht mehr existiert, im Gegensatz zu mir. Aber ich frage mich schon, ob sie damals so war, wie Sage jetzt ist. Neulich hat Sage mir den tollsten Witz erzählt. Wie schnell kann Sonic eine Sache an die Wand fahren? In Überschallgeschwindigkeit. Ich sag's ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also für ein Programm, ich meine, sie ist ja nicht lebendig. Oder Familie, oder... Das finde ich so sympathisch an Eggman. Er ist nicht nur böse. Er hat Gefühle und kann auch richtig von falsch eigentlich unterscheiden. Da sieht man ja wieder hier dran. Er sieht Sage schon als seine Familie an. Auch wenn er es nicht zugibt und zu stolz dafür ist. Wer sagt, ich kann kein Leben erschaffen, ha? Ein paar Proteine zusammenschütten, das kann doch jeder. Ein wahres Genie macht das mit Code und Elektronen. Und wenn ich Leben erschaffe, ist es natürlich brillant, treu und unerhört tüchtig. Und wisst ihr warum? Weil ihr Vater ein Genie ist. Deshalb. Sonic ist auf der Insel. Ist ja klar, dass Sonic auf der Insel ist. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen genialen Plan hatte, ohne dass er alles ruiniert hat. Allerdings beachtlich, dass diese rein organische Kreatur aus eigener Kraft Mach 1 erreicht. Ich bin nicht zu stolz, das zuzugeben. Sonic war es, der mich Eggman getauft hat. Aber ich lache zuletzt, denn ich habe mir den Namen zu eigen gemacht. Heute wird dieser Name überall gefürchtet. Bei Glatzi McNasa ist allerdings Schluss. So strapazierfähig ist meine Würde nicht. Sieht so aus, als wäre Amy Rose dazu gestoßen. Cleveres Mädchen. Eine Taffe. Sie ist nicht länger nur ein einfacher Köder, mit dem ich Sonic anlocken kann. Es scheint ihr nicht leicht gefallen zu sein, sich zu finden. Aber in der Nähe von jemandem mit einem Riesenego wie Sonic muss Selbstfindung eine Herausforderung sein. Knuckles ist auch da. Dieser Tölpel. Er geht schnell die Wände hoch, aber das ist nützlich, solange ich ihn lenken kann, wie ich will. Moment, wenn er hier ist, dann ist der Master Emerald unbewacht. Seine Macht wird mein sein. Oh, ach nein, ich stecke hier ja fest. Mist. Sonic ist hier, das heißt, Tails ist auch nicht weit. Eine Schande. Das Kerlchen hat selbst eine Menge Potenzial. Ist aber Sonic geradezu hörig. Vielleicht ist es aber auch ganz gut so. Bei so viel Ärger, wie er mir auf Station Square und der Ark gemacht hat, ist mir ganz recht, wenn er in Sonics Schatten bleibt. Etwas okay, Sonic, das waren Eggmans Notizen. Die haben wir jetzt auch alle. Perfekt. Okay, komm, bitte sag mir, dass ich jetzt alle geangelt habe. Ich will eigentlich nicht noch mehr angeln. Perfekt, haben wir. Okay, nein, das mit den ganzen Reden von ihr mache ich später.
Dann teleportiere ich mich erstmal zu dem Ältesten und erhöhe mein Tempo aufs Maximum. Ich meine, das wird jetzt eine Weile dauern. Jetzt werde ich hier 50 Mal mit dem reden müssen. Das finde ich nebenbei. Ich meine, ich habe es glaube ich schon mal gesagt. Aber ich finde es wirklich schade, dass ich das jedes Mal einzeln andrücken muss. Weil beim Angriff verteidigen gebe ich auch nur alle ab und gut ist. Ich meine, okay, ich soll mich hier entscheiden, was erhöhen soll, aber... Wäre cooler gewesen, wenn ich es auf einmal machen hätte können. Oder hier 10 mal hier, 20 mal da. Und es separat eingeben könnte. Ich meine, das wird dauern. Ich habe 5000 Kokos. Das heißt, Tempo werde ich... Also wenn ich das jetzt nicht auf 99 kriege... Dann bin ich echt empört. Die größere Frage ist, ob ich die Abwehr auf 100 kriege. Ich meine, den Fähigkeitenbaum haben wir ja auch schon auf 100%. Mittlerweile meine Fähigkeitspunkte sind schon bei 40, aber ich kann sie für nichts ausgeben. Ich frage mich, ob da noch irgendeine Fähigkeit dazukommt. Oder irgendwas in der Richtung noch kommt. Tempelstufe 78. 79. Noch 19 mal drauf drücken. Na, ja, ich weiß, es ist jetzt nicht spannend, aber muss ja gemacht werden. Ich will gucken, wie schnell Sonic auf maximalem Tempo ist. Okay, 85, komm schon. Es ist aber echt langweilig, hier die alle einzeln einzugeben. Das hätten sie wirklich besser programmieren können. Ich meine, wenn ich dann denke, dass ich 5000 Kokos habe, ich kann wahrscheinlich die Ringe noch bis 50 machen. Ich meine, beides zusammen, das heißt, ich muss 198 mal diese Sequenz machen. Ich war bestimmt eine Stunde beim Klicken gefühlt. Ich meine, aufregend ist es nicht. Ich mache es ja jetzt schon fast... Was hatte ich vorher... 75? Also wenn ich bei 99 bin, so mehr als 20 Mal schon wieder gedrückt und gefühlt mache ich das seit 5 Minuten. Aufregend kann man das jetzt wirklich nicht bezeichnen. Aber ey, noch 5 Mal habe ich endlich maximales Tempo. Vielleicht bringt mir ja, wenn ich die Ringkapazität erhöhe, noch irgendwas anderes, außer dass man mich öfters treffen kann. Okay, noch 3 Mal. Noch 2 Mal.
Noch einmal. Bei 98 sind wir. Okay, Tempo erhöhen. Max Tempo. 99. Rasender Igel. Okay, jetzt geht's mit den Ringkapazitäten weiter. Kann ich das nicht hier öfters machen? Oh, aber anscheinend bleibt er bei dem Blitz, obwohl ich nicht maximale Ringkapazität habe. Vielleicht bringt es ja doch was, wenn ich das erhöhe. Ich meine, ich habe die Kokos, also machen wir das. Ich frage mich, wie hoch ich das kriegen kann. Ich hoffe fast schon nicht, dass ich es maximal machen kann, weil sonst muss ich jetzt noch 92 mal drauf klicken. Ich meine, ihr könnt das gerne überspringen. Es ist ja nicht wirklich spannend hier. Da würde ich mir, glaube ich, nicht mal selber zugucken. Aber jetzt deswegen kurz aufzugehen und das dann offline zu machen, das ist auch nicht wert. Alles wird wahrscheinlich noch ein paar Minuten dauern. Ich meine, hier mit den 5000 Kokos, wenn ich Glück habe, ja, was ist Glück? Wenn ich Glück, schräg Pech habe, kann ich es bis maximal machen. Auch wenn es langweilig ist. Aber hey, ich bin so einer, ich mache gern 100%. Wenn es jetzt nicht wirklich so extrem langweilig oder mich null interessiert, dann versuche ich immer alle Nebenmissionen zu machen, alles, was mich interessiert, zu machen. Ich meine, wenn ein Spiel cool ist, dann mache ich auch gern die ganzen anderen Sachen. Weil ich möchte ja mehr von dem Spiel dann auch erfahren und sehen. Aber jetzt wie hier die ganzen Kapazitäten einzeln zu erhöhen, das ist einfach, ja. Das mache ich eigentlich nur aus Trotz. Weil ich überall 100 habe, jetzt will ich bei dem nicht aufgeben. Da bin ich zu stur für. Genauso, wenn ich hier im Bosskampf nicht schaffe. Ich glaube, das ist eine Angewohnheit, die ich mir eher ableben muss. Wenn ich hier so schwere Spiele wie Dark Souls oder so spiele, kämpfe ich auch 2 Stunden gegen den Boss, bis ich ihn schaffe. Eine ganz schlechte Angewohnheit. Ja, auch mit den Ringen. Ich habe sie, also mache ich sie. Ich meine, würde ich jetzt nicht hier alles andere im Spiel auch gemacht haben, würde ich das sicherlich nicht machen. Weil vielleicht bekomme ich nochmal so einen Ultra-Boost, weil ich maximale Ringkapazität habe. Kann ja sein. Vor allem umso mehr Ringe ich habe, umso mehr kann ich ja auch in diese Supersonic-Form sein. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich ja noch eine Supersonic-Form, wenn ich Ringstufe auf 99 habe. Aber komm, wir haben schon ein Drittel hinter uns. Ein Drittel ist eigentlich sogar mehr. Wir haben ja unser Tempo auch auf Max erhöht. Also mehr als ein Drittel haben wir schon hinter uns. Und wer weiß, wie lange ich das noch machen kann. Es muss ja nicht sein, dass ich es jetzt bis Max machen kann. Nur weil ich 5000 Kokos hatte. Kann auch sein, dass es nur bis 50 geht.
Ich habe jetzt schon fast 600 Max-Ringe und ursprünglich war es auf 400. Also ich habe jetzt meine Ringkapazität um 50% erhöht. Ich hätte gern jetzt das alles, damit auch hier Leute, die meinen Stream oder meinen Let's Plays angucken, das einfach überspringen können. Wenn ich jetzt immer wieder so stufenweise das mache, das fände ich viel langweiliger als einmal das ganze Nervige hinter mir zu haben. Ich meine, danach bleibt nur noch, dann habe ich alles drin. Ich habe das Angeln hinter mich, ich habe das Level hinter mich, dann bleibt nur noch Insel erkunden und Story machen. Dann können wir den ganzen coolen Teil auf einmal machen. Ich weiß, das ist wirklich... Selbst ich langweile mich gerade ein bisschen. Das Aufregendste ist das hier jetzt wirklich nicht. Frag mich, wenn ich es auf 99 habe, ist denn meine Ring-maximale Kapazität bei 999? Oder wo liegt es denn? Aber ich glaube schon. Würde ja keinen Sinn ergeben, wenn sie es über 1000 machen. Ich meine, ich habe die Hälfte und ich habe es von 400 auf fast 700. Ja, wenn ich die 11 habe, ist es wahrscheinlich auf 700 eine 300 Erhöhung. Ja, kommt hin. Ich glaube, 999 ist der Max. Sollte sogar sehr gut hinkommen. Oh Gott. Ich glaube, ich kann es echt auf 99 machen. Ich habe jetzt schon mehr als 70 Mal das angeguckt jetzt. Ich glaube, ich bin 10 Minuten schon dabei. Langsam geht mir auch der Gesprächsstoff aus, den ich dabei reden kann, während ich das mache. Ich meine, auf was ich mich jetzt wirklich freue, ist zu gucken, wer der Endboss ist oder was sie wirklich da versiegelt haben. Man hat ja nur so einen Schatten jetzt gesehen. Aber was genau das ist, haben wir nicht gesehen. Deswegen, ich frage mich, was der Feind war. Ich meine, die haben ja wirklich die ganze Welt von denen zerstört. Und ich glaube wirklich, ich kann das bis 99 machen. Oh Gott, es noch 40 Mal. Nur noch 48 Mal. Aber hey. Wenn ich jetzt noch den anderen Koko finde, habe ich dann wenigstens alle vier Sachen auf 99.
dann habe ich wirklich 100% des Spiels, weil dann wüsste ich gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Das mit dem Leveln ist aber auf jeden Fall das langweiligste im ganzen Spiel. Die hätten da echt irgendwas anderes machen sollen. Ich hoffe, die machen das noch. Naja, kann ja sein, dass sie es mit einem Update noch fixen. Hoffe ich wirklich. Weil das möchte ich nicht jeden antun. Ich meine, der einzige Grund, warum ich mache, ist, weil ich einfach ein Sturkopf bin. Aber es würde nicht jeder machen. Ich meine, das ist tode langweilig. Ja, wie gesagt, um dein Tempo und die Regenkapazität auf maximal zu machen, musst du diese eine Sequenz, die ich jetzt bestimmt seit 10-15 Minuten mache, 198 Mal antippen. 198 Mal. Allein, dass ich das gemacht habe, dafür bin ich ein Wahnsinn.